Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquarium Skies. Ja, ich bin nochmal neu connected. Ich war eben schon mal kurz drin. Wie ihr seht, habt ihr hinten auch die geerntet. Ich kann euch mal zeigen, wie weit wir in der Quest jetzt schon sind mit. Ja, erstmal können wir die in Reward hier abholen. So viel haben wir vom Tomaten und so viel vom Salat. Die anderen machen wir mal irgendwann anders, aber wir sind jetzt erstmal anders beschäftigt. Und zwar, den habe ich inzwischen gemacht. Provider und Western Over. Auf Screen noch. So, wir brauchen jetzt 24 Tesseract, weil ich will alles per Funk anschaffen lassen. Hier ist unsere Hammerproduktion, denn hier kommt die ganze Energie, die wir brauchen. Hier werden die einzelnen Materialien durchgesieft. Hier werden die hergestellt. Zum Starten brauchen wir nur Wasser, also zwei Wasser und zwei Lava-Eimer. Jeweils in einen reinsetzen. Hier werden die dann am Ende die Dusts verarbeitet. Hier wird Kies durch den Hammer durchgejagt und hier wird Sand. So. Hier werden die einzelnen dann zusammengekraftet aus einem Block, der dann da reinkommt oder in die Ofen. Kies, Sand und Dust. Und je nachdem wird es dann verarbeitet. Und wir wollen jetzt alles mal verbinden auf rein technische Art und Weise. Nämlich per Funk sozusagen, und deswegen müssen wir die Tesseracts machen. So. Tessa. Oh, es ist einfach Tess. Game hier. Tesseract. Dafür brauchen wir erstmal so einen Lernrahmen. Dafür Enderium Bahn. Mal gucken, ob wir noch genug haben für den Lernbar. Dafür brauchen wir ein paar mehr. Also brauchen wir eh davon welche. Also zwei haben wir schon mal, können wir davon ausgehen. So, stellen wir zwei her. Wir brauchen 22 mal 4 Cent. 88. Also brauchen wir noch 86 Stück. Also müssen wir erstmal 86 Stück noch mal kurz hier gucken, ob wir davon sonst noch haben, aber erstmal 86 Stück. Dann kommen 4 raus hier, 86 durch 4, 86 durch 4 sind 20, 22 Eimer brauchen wir. Und dafür brauchen wir jeweils 4, 26, ja, also 26 mal 4 sind wieder unsere 88. Bisschen mehr als sind über 2,6 Enderperlen. Werden wir jetzt nicht alle genug haben, erstmal die wir haben, holen wir jetzt raus. Obwohl, stimmt, sind 16er und 1 Stack. Die wir haben, holen wir raus. Wir haben dann noch der hinten, wir haben ein paar mehr Enterlilies, das heißt, wir kriegen auch wieder schneller welche. Bloß hier drin kann ich euch verraten, sind auch noch welche. Oh, schon wieder voll. Das mache ich gleich ausgehen, mache einen kleinen Cut, farben ein bisschen Enderperlen für euch und dann kommt es auch wieder. Weil ich will das in der Folge fertigstellen. So wie ihr seht. Wir brauchen noch dann nachher zum Füllen welche.
Ich hol craft noch mal ein paar Eimer schnell onscreen. Weil 10 Eimer dürften nicht ausreichen. Wie wir auch ausgerechnet haben, von B26. Und 22, 23, 24, 25, 26. Gut. Denn jetzt gehen wir mal ein, um zu gucken, ob wir überhaupt noch Ender das haben. Sonst, nee, haben wir nicht. Gut. Wir machen einen kurzen Cut, bis ich genug Ende da in Flüssigkeit habe. Bis dann. Ciao. Also, kurzer Cut. So, da bin ich hier wieder. Ich habe schon genug so erstmal zusammengesammelt. Ihr seht. Oder jetzt gerade mal manuell. Hier, wo funktioniert draußen. Wir haben ja schon fast ein Stack davon. Hier reingehauen von dem Dust. Egal. Dann craften wir nämlich, also verschaffe ich gleich offscreen noch das nächste Material, was wir brauchen. Das, ich pack die erstmal wieder in den Magma-Tiegel rein. Denn hier ist noch nicht voll. Wir brauchen davon noch massig, um den nachher den hier zu füllen mit Ender und dann daraus den Tesseract herzustellen. Kleiner Cut, ich hole mir die Sachen, die wir brauchen, auf den Rest und dann komme ich wieder. So, dann habe ich das jetzt auch fertig gecraftet, das was wir noch brauchten. Die Mischung aus Lohn, Staub, Schwefel und so weiter. Haben jetzt davon ein Stack und davon ein Stack rein und lassen es durchschmelzen. Und dann sehen wir, dann kriegen wir schon mal 4 raus, die brauchen wir ja auch. Erstmal um den ersten Tesseract-Rahmen zu machen. Wir müssten eigentlich genug Glas haben, oder? Nee, gehärtetes Glas, deswegen. Ach was. Gehärtetes Glas müssen wir noch herstellen. Wie stellt man das nochmal her? Pulverized Obsidian und Blei. Blei hole ich mein ganzes Deck raus. Mal gucken, ob wir Obsidian Pulverized haben. Nein. Hole ich mal gleich 3 Stacks raus. Und ja, den Pulverizer, die Folge könnte heute etwas länger werden, da ich das heute noch unbedingt fertig werden will. Die nächste Folge ist die 100. Folge, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Da habe ich mir was überlegt und da will ich das hiermit schon längst fertig sein. Das soll schon ein bisschen durchgelaufen sein. So, da sind die Pulverizer, ja. Die habe ich ja schon gecraftet, die können wir dann auch nutzen. Bitte. Die lasse ich jetzt mal durchhauen. Und in der Zwischenzeit ist bestimmt schon wieder was von den Enderjungen soweit. Hier haue ich jetzt erstmal noch ein paar Stack Enderperlen rein. Hier hole ich erstmal ein paar davon raus. Mal gucken, ob die 1 für 1 überhaupt gebraucht werden. Nein,
Wären sie nicht, dachte ich mir schon fast. Wir haben viel zu viel davon auch gemacht. Egal. Kann man immer mal wieder gebrauchen. Ich mache einen kurzen Cut, bis wir da alles haben. Und wenn das gehärtete Glas da ist, komme ich wieder. Bis gleich. Ciao. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt genug gehärtetes Glas und so alles hergestellt. Sogar 26 haben wir jetzt hergestellt. Wow. Machen wir mal gleich vier mehr. Sicher ist sicher. Diese müssen wir jetzt hier im Flüssig-Glänzposer befüllen. Mal gucken, wie viel wir brauchen für einen. Tausend. Geht aber. Da werden wir wahrscheinlich trotzdem nicht genug haben. 1000 mal 20.000, 20.000 werden wir genug haben. Bis jetzt. Vielleicht doch ganz knapp, vielleicht. Gucken, ob die sich decken lassen. Ja. Wieder voll. Jetzt wieder ein Tausender. Wieder ein bisschen rein. Jetzt haben wir uns da auch weg, unsere Enderperlen im Inventar. Haben wir schon drei. Ich mache einen kurzen Cut, bis wir fertig durch sind. Bis dann. Gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder und die Tesseract-Rahmen sind voll gefüllt. Wir haben noch bis 750 bis, also drei Enderperlen zu viel durchgejagt. Egal. Besser als andersrum. Und Tesseract. Machen wir so, da legen wir die 26 rein. So, mehr können wir gerade nicht craften. Wir können auch noch nicht alle setzen, aber ich mache es jetzt erstmal so weit, dass wir die schon mal anschmeißen können. Hier. Back. Back. Du als erstes, hier ist Hammer. H. Mehr und Frequenz 1. Der soll nur empfangen. Flüssigkeit soll blockiert werden. Aha, so kann man jetzt auch Energie. Energie soll auch blockiert werden. Wir wollen hier keine Energie übertragen. Interessant, dass wir auch so Energie übertragen können jetzt inzwischen. Das hier ist der Sand. Nur empfangen. Blockiert. Blockiert. Zwei. Sand. Erze. Sanderze. Hier ist, wie wir wissen, unser Kies. Nur Empfang. 3. Kies. Erze. Und Enter plus.
Gut. Das Kies hier kommt Sand raus. Sandteilchen. Ja, ich weiß schon, wie wir es am besten machen. 3, 4. Sandteilchen. 4 bestätigen plus Sandteilchen. Steht ja jetzt zwar, aber Sandteilchen. Wird so nicht klappen. Ja. Da bitte. Ich muss ich auch noch ändern. Hier soll das Teilchen ist die 5. Wird nur senden. So. So holen wir uns die mal ganz schnell wieder. Puh, zum Glück. Sonst wäre einer so flöten gegangen jetzt. Der hier muss auch senden. Aber wir müssen ja erstmal hier für Empfang sorgen. Kies. Teilchen. Das müssen wir hier, glaube ich, auch noch mal ändern, fällt mir dabei auf. Weiß ich jetzt nicht gerade, aber ich hatte recht, müssen wir auch noch mal ändern. Sanderze, das haut hin. Wenn der das nicht hat. Das Teilchen nur senden. Haben wir noch nicht. Sandteilchen nur senden. Komisch. Wo es auch hin sein muss, ich mache das offscreen zu. Ich mache das jetzt, ich mache das dann gleich alles offscreen. Mache ich diese Einstellungssachen jetzt nochmal schnell und stell die hin, dann gehe ich nochmal onscreen durch und dann schalten wir die gemeinsam an. Das klar. So, da bin ich wieder, habe jetzt alles vorinstalliert. Nun starten wir die ganze Maschine. Erster. Und weiter. Ja, ich hatte schon mal ein bisschen vor reingelegt. Wir machen gut bloß. Aber der arbeitet auch schnell. Bloß im Sand ist noch nichts reingekommen.
Vielleicht klappt es denn. Bevor wir die ja wahrscheinlich anschmeißen hätten müssen, hätten wir erstmal hier so ein bisschen was durchlaufen lassen müssen, dass hier ein bisschen was drin ist. Und Robin. Naja, die Maschine muss erstmal anlaufen. Zur Not baue ich die nochmal um vor der 100. Folge, falls bis dahin nur Kies durchgelaufen ist. Auf jeden Fall jetzt wird das hier durchgesifft. Wenn mal eins weiterkommt, hier hin, dann also hier rein, Sand kommt sofort rein und hier wird es wieder auch wieder aufgesplittet. Entweder kommt dann der Sand hier rein oder das, was das Nebenprodukt davon geht, hier gleich rein und dann wird das durchgesieft. Das kommt wiederum dahin. Hier seht ihr jetzt schon das erste. Kohleblock soll eigentlich nicht durchgesieft werden. Oh, den Vakuumhopper, den nehme ich da, komm, hole ich mir gleich wieder rein. Das dürfte hier drin sein, der Vakuum. Und den habe ich sogar eingesammelt. Gehen wir mal kurz auf O. So, bitte. Das müssen wir rausnehmen. Quecksilber, Ametit, Smaragd. Wir wollen ja nicht, dass es blockiert wird. Haben wir hier schon was drin? Anscheinend wurde hier auch schon. Tin Ore Gravel. Das hier hätte schon längst. Durchgesiftet werden müssen. Ja, wir pausieren das gleich da hinten nochmal an der Stelle. Weil anscheinend. Ja, anscheinend funktioniert es nicht so, wie es soll. Ja. Da sind nur Hämmer drin, aber hier und hier nicht. Deswegen funktioniert es also nicht. Muss ich noch mal gucken, was da der Fehler ist. Als korrigiere ich gleich auch. Bis dann dürfte es auch alles funktionieren wieder. Und wenn ich einen Defekt behoben habe, ich sage ciao. Ihr werdet es ja in der 100. Folge sehen, ob es denn funktioniert oder nicht. Bis dann. Ciao.